Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebes Präsidium, ich möchte betonen, dieses Gesetz, was wir hier erstmalig beraten und sicherlich über mehrere Sitzungen des Gesundheitsausschusses und Verbraucherausschusses und Hauptausschusses noch weiter beraten werden müssen, dem gebührt eine fachlich solide Beratungszeit. Und es gibt keine Notwendigkeit, hier zu Schnellschüssen zu kommen, aus meiner Sicht insbesondere, weil hier die Eckpunkte, die dieses Gesetz vorbereitet haben, schon zum Ende der letzten Legislaturperiode im Ausschuss und auch im Parlament diskutiert worden sind. Seitens der SPD-Fraktion haben wir deutlich gemacht damals, dass es uns sehr, sehr wichtig ist, die informierte Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten zu fördern, auch in Lebenslagen, in Situationen, wo sie temporär schutzbedürftig sind gegenüber anderen oder sich selber, auch in Situationen, wo man durchaus die Abgrenzung zu UN-Behindertenrechtskonvention und die vorgelagerten Maßnahmen einer möglicherweise nötigen Unterbringung oder Medikation oder Behandlung sehr gründlich erörtern muss und auch schwierig sein wird, diese im Gesundheitswesen umzusetzen, weswegen es umso wichtiger ist, die richtigen Instrumente zu haben, gerade in einer Situation, wo leider auf Bundesebene derzeit die Ökonomisierung des Gesundheitswesens droht, noch mehr Einfall zu nehmen in die Psychiatrie. Das sind Rahmenbedingungen, die es unter Umständen umso nötiger machen, wenn diese Bundesrahmenbedingungen sich nicht ändern, hier sich noch solide Zeiten, mehr Zeit zu lassen bei der Umsetzung dieses Gesetzes. Und wir haben auch deutlich gemacht immer, dass für uns Autonomie wichtig ist, weswegen wir Besuchskommissionen haben wollten. In unseren Eckpunkten haben wir damals schon gesagt, wir wollen unabhängige Besuchskommissionen, die in die Institutionen hineingehen können, und zwar auch unangemeldet und nicht nur notfalls unangemeldet, aber natürlich hineingehen können, um zu prüfen, ob alles regelgerecht stattfindet, um auch Gesprächsangebote zu haben mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die hier teilweise ihre Freiheitsrechte dann doch ein wenig eingeschränkt haben. Und wir wollen, dass das nicht von der Exekutive nur eingesetzt wird, unter Konsultation eines Psychiatriebeirates, der im Übrigen, ich glaube, wie häufig in den letzten Jahren, Herr Chaya, ich glaube, soll zweimal im Jahr tagen, er hat, glaube ich, einmal getagt in zwei Jahren. Ja, da gibt es noch massiven Optimierungsbedarf, die Anliegen des Beirates und ihrer Mitglieder auch aufzunehmen. Und wir wollen nicht nur, dass dieser eingesetzt wird davon, sondern dass die Rechenschaftspflicht beim Parlament liegt, uns gegenüber berichtet wird, was dort festgestellt worden ist, und auch wir mit einsetzen können, die Entscheidung legitimieren, die Verwaltung unter Umständen vorbereitet. Und natürlich kann es nicht sein, dass diejenigen, die eigentlich Hilfe leisten sollen von den sozialpsychiatrischen Diensten, in einen Gewissenskonflikt kommen und letztendlich dann vielleicht genötigt sind, in die Wohnungen einzubrechen, sage ich mal. Das ist eine Rollenverquickung, die geht so nicht. Auch da hat der Rat der Bürgermeister sehr ausführlich ja schon darauf hingewiesen. Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen hier Reformbedarf, aber wir sehen überhaupt keine Notwendigkeit zur Eile. Wir wollen das fachlich sondieren, besprechen, und unter Umständen werden wir das Thema dann erneut aufrufen müssen zum Beginn der nächsten Legislaturperiode, sofern wir nicht doch noch einen Konsens auf breiter Ebene, und das ist kein parteipolitisches Thema hier, das sind Gewissensthemen, erreichen sollten. Herzlichen Dank.